Das ist der größte Spielkram, den ich je hatte. Moin Leute, herzlich willkommen zum nächsten Video im Wish Samba. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt bis jetzt eine schöne Zeit. Wie ihr seht, bisschen neuer Arbeitsplatz. Ich habe meinen Schreibtisch jetzt hier rüber geholt und ich habe auch eine neue Kamera. Ich hoffe, das merkt man auch jetzt von der Bildqualität und die Tonqualität, hoffe ich, ist jetzt auch besser. Und ja, ich habe jetzt endlich eine Kamera mit Autofokus, meine alte Spiegelreflex. Ich hatte vorher hier so eine Canon EOS 1300D Spiegelreflex, die hat schon ein paar Jahre hinter sich, hat bis jetzt ganz gut funktioniert, aber ich habe gemerkt, die Bildqualität gefällt mir nicht so, der Fokus, das war das Schlimmste, also das hat mich am meisten gestört, dass ich keinen Autofokus hatte, das heißt, ich konnte nicht die Kamera oder mal euch was in die Kamera halten oder so und das wurde scharf, deswegen habe ich mir jetzt eine neue Kamera gegönnt. Ich habe jetzt eine Sony Alpha 6000, eine kleine kompakte, keine Spiegelreflex oder keine DSLR mehr. Und ich hoffe, das Bild und der Ton ist jetzt geiler und ich bin gespannt. Das vorweg. Jetzt geht's um dieses Teil. Wieder von Wish was und diesmal wirklich richtiger China-Scheiß. Aber geil. Ich hab's gesehen und dachte, ey, das muss ich bestellen. Das glaubt mir keine Sau, dass es so einen Schrott gibt. Es gibt noch ein paar weitere Kriterien, darauf gehe ich später ein, was sich noch ändert. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen und also klassische Wish-Verpackung. Vielleicht habt ihr es am Titel schon gesehen, worum es geht. Alter, es gibt ein Transformer. Ein ferngesteuerten Transformer. Nee, das muss ich bestellen. So ein Scheiß kann nur aus China kommen. Ich bin echt gespannt, was das Ding drauf hat. Und ich würde sagen, wir packen aus. Hier ist schon mal die super professionelle Fernbedienung. Ja, erinnert an so ein richtiges Billig-Scheiß-Ding. Bezahlt habe ich für das ganze Paket so viel und erwarte dementsprechend auch nicht so viel. Wir haben hier das Auto. Sieht aus wie Bumblebee. Hier unten sieht man auch schon einen Bumblebee-Kopf. Ey, ich bin mega gespannt, was dieses Teil drauf hat. Und eine Batterieladestation. Ich würde sagen, ich check erstmal hier. Hier müssen 3 AA-Batterien rein und ich vermute auch in die Fernbedienung müssen Batterien rein. Auch hier 2 AA-Batterien. Die hole ich einmal. Bis gleich. So, Batterien sind am Start. Ich baue die einmal schnell ein. Ey, hier ist nicht mal eine Anleitung für die scheiß Karre. Das heißt, ich muss mir das alles selber aus den Fingern saugen. So, let's go, der Hase. Hier ist schon mal 2 blaue LEDs. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das Auto kann nicht auf dem Boden stehen, sondern steht so... Alter. Steht so hoch. Wir schalten die Fernbedienung irgendwie an. Also ich habe hier so eine Art Panzersteuerung, sondern also nicht die Räder vorne bewegen sich gar nicht, sondern der dreht sich auf der Stelle. Das ist schon mal nice. So, dann machen wir mal hier Transformer-Modus. Also, ich würde sagen, Bumblebee, verwandel dich. Das Geile ist, ich kann im ausgefahrenen Zustand weiterfahren. Das ist ja, das ist ganz geil eigentlich. Das ist der größte Spielkram, den ich je hatte. Aber es funktioniert, ey. Voll geil. Ey, ohne Scheiß, für den Preis ist das so ein geiles Teil. Das ist natürlich totaler Spielkram und echt nichts für Erwachsene, aber... Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für sein Kind sucht, ey, ist doch optimal, das Ding. Also, besser geht nicht. Ja, fett. Was soll ich noch testen? Aus- und Einklappfunktion und, Dings. Ich könnte jetzt hier nochmal eine Runde drehen, bei mir auf dem Boden. Es gibt einen Knopf, den muss ich nochmal testen. Das traue ich mich oben nicht, weil der fährt irgendwie vor und zurück. So, ich teste das jetzt mal auf meinem Schreibtisch. Und zwar auf der Fernbedienung hier. Muss man einmal diesen Knopf drücken. Und dann... Dann fährt er sogar alleine ein. Bleib mal hier, mein Freund. Okay, reicht auch.
Wir starten jetzt einmal in die Beauty Shots und dann machen wir die Bewertung. Zur Bewertung. Da mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht hat, dass das mit den Testis so ein bisschen schwammig ist, Shoutout geht da an Kevin Schulz raus, machen wir das ein bisschen anders. Und zwar teilen wir die Testis so ein bisschen auf, damit es keine Gesamtbewertung gibt, sondern detailreicher. Wir fangen an mit der Verarbeitung. Ja, was soll ich an dem Teil sagen zur Verarbeitung? Es besteht aus 99,5% Plastik. Wie ihr seht, ich kann das hier alles reindrücken und so, aber es muss ja auch irgendwie faltbar sein und dann versteht man auch irgendwie, dass das aus Plastik sein muss und so ein bisschen locker alles und so. Aber prinzipiell kann man ja sagen, verarbeitungstechnisch ist das gar nicht so kacke. Also von der Verarbeitung her, klar, es ist sehr viel Plastik, aber Fernbedienung, also wenn ihr euch die Fernbedienung anguckt hier, ist wirklich der Billo-Scheiß des Jahres. 1000% Plastik. Nur das Nötigste, aber ist okay. Deswegen gebe ich hier für die Verarbeitung 3 von 5 Testis. Kommen wir zur Funktionsweise. Die Funktionsweise ist top. Also es funktioniert. Ihr seht hier, Ein- und Ausfahren klappt super. Fahren lässt das Ding sich auch. Ist natürlich witzig, dass er auf der Stelle dreht und nicht mit den Vorderrädern. Was man dazu sagen muss, es ist ein bisschen schade, dass das Rad, was das Auto quasi, dieses kleine Rad hier in der Mitte, dass das so, also so gebaut ist, dass man sieht, dass das Auto nicht auf dem Boden fährt. Also wir hätten das Rad ruhig noch ein bisschen tiefer setzen können, dass die Reifen gerade so knapp über dem Boden schleifen, damit es so aussieht, als ob die Vorderräder und die Hinterräder sich bewegen. Aber sonst, funktionsweise ist ja top. Es fährt hoch und runter, es gibt diesen Demo-Mode, in dem er die ganze Zeit im Kreis fährt, sich auf- und einklappt und so. Lenken klappt, fahren klappt. Da gebe ich 4 von 5 Testis. Einfach aus dem Grund, 5 hätte ich gegeben, wenn man wirklich mit der Vorderradlenkung auch hätte vorwärts, also lenken können. Oder zumindest wäre es geil gewesen, wenn die Räder sich mitgedreht hätten, also optisch wenigstens, dass es nicht so auffällt, dass das Rad oder dass das eigentlich eine Achse, also Hinterradlenkung ist. Kommen wir Verpackung und Versand. Verpackung ist okay, ist wenigstens in einem Karton gewesen. Was ich wirklich schade finde, ist keine Bedienungsanweisung, obwohl, es erklärt sich ja von selbst, Gas geben, lenken, ein- und ausfahren und komischen Demo-Modus. Versandtechnisch, das hat jetzt fast eine Woche gedauert, also auch für Wish-Verhältnisse top. Und deshalb gebe ich hier auch 4 von 5 Testis. Im Gesamtergebnis für diesen Transformer, den ich irgendwie echt feiere, gibt es 3,6 Testis. Ist ja schon mal für das neue Bewertungssystem super als Anhaltspunkt. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir sind mitten im Wish-Sember und das heißt natürlich für euch, gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ganz einfach, ihr haut unten auf den Abo-Button, falls ihr es nicht schon längst getan habt. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da und schreibt ein schönes Kommentar unten hin. Und schon könnt ihr das Teil gewinnen. Die Gewinner werden ab nächster Woche immer am Anfang des Videos bekannt gegeben. Was ihr nicht verpassen dürft, ist mein Instagram-Account, auf dem täglich Content kommt, damit ihr auch wisst, was abends abgeht. Sonst 18 Uhr jeden Tag einschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, habt noch einen schönen Abend und bis morgen. Ciao.